So, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Diablo 3 mit Gronkh und Sarrazar. Was haben wir denn heute auf dem Plan, Sarrazar? Ja, wir wollen heute die Quest Eine zerbrochene Krone abschließen und dazu müssen wir mit dem Schmied Hedrick quatschen, der hier direkt auch schon rumsteht, der gute Mann. Dann hau ich den direkt mal an, würde ich sagen. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leoriks zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau... Sie ist im Keller eingeschlossen, genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Dann folgen wir dem Schmied Hedrick. Tötet die gefräßigen Toten im Keller der Verdammten. Und auf geht's, hinab. Verdammt nochmal. So, ich stürme voran. Ich presche eine Bresche. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es tut mir leid. Dem hast es aber gegeben, so richtig auf die Fresse. Und nochmal. Immer schön drauf. Bitte vergib mir. Ah, Hedrick, hilf mir! Oh nein, sie ist eine von denen. Gestern wohl zu viel gesoffen. Qua! Euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Wie der Zufall so will, suche ich nach König Leoriks Krone. Habt ihr vielleicht schon davon gehört? Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Weglagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Das werden wir tun. 900 Erfahrungspunkte, ein bisschen Gold gibt's auch. Ein paar Waffen muss ich noch einsammeln und ich würde sagen, wir bringen den Schmied zurück nach Hause. Kommen Sie, Herr Sarrazar? Natürlich. Sehr gut. So, der folgt uns nicht mehr. Guck mal, wir können jetzt nach draußen. Sollen wir das Nordwesttor durchqueren? Öffnet das Nordwesttor, lautet unsere Aufgabe. Wir öffnen es. Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Haltet die Stellung! Ein großes Rudel. Oh! Bam! Stufe 6! Das waren die letzten! Die Brücke ist frei! Das war ein großes Rudel? Rune für Hieb freigeschaltet. Das war jetzt nicht so das größte Rudel, was ich jemals gesehen habe. Nö. Eine Rune wurde freigeschaltet. Und neues Wissen. Hören wir uns erstmal das neue Wissen an, bevor es verschwindet. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Das glaube ich auch. Also haben wir jetzt ein bisschen was gelernt über die Viecher, die uns gerade angegriffen haben. Die sahen ein bisschen aus wie Laubfrösche, finde ich. So, wir haben bei den Fertigkeiten jetzt die sogenannten Runen. Das heißt, wir können unsere Fertigkeiten aufrüsten. Der Hieb zum Beispiel, dem können wir jetzt die Rune der Prügel aufbinden. Dann hat jeder Treffer eine Chance, Gegner zu betäuben, statt sie zurückzustoßen. Das werde ich natürlich auch einsetzen. Damit die Gegner nah bleiben, kann man die gleich verprügeln anschließend. Hast du auch was Neues? Ja, ich habe meine Rune auch eingesetzt und auf den Kernzauber magisches Geschoss gelegt. Und der kann jetzt richtig Aua machen, denn diese Rune macht einen überladenen Schaden oder sowas in der Art. Da bin ich mal gespannt, wie das wirkt auf diese Kreaturen. Das kannst du gleich ausprobieren. Nicht genug Wut. Oh, ich habe noch nicht genug Wut. Scheiße, da hinten ist eine alte Spuckroma. Gemetzel. Wir müssen die Mutti ausschalten, bevor die wieder rumkotzt hier. Oh. Die kriegen mal Sorgen. Und noch eine Mutti. Muttis Kotze ist die beste. Bam. So. Moment, erstmal die Kohle einsammeln hier.
allerhand. 25 Monster getötet. Komm, wir laufen hier erstmal alles ab, dann haben wir zumindest alles gesehen. Ach du Scheiße. Was denn? Hier vorne sind einige. Okay, ich stürze mich mal rein. Hier sind zwei Muttis. Mist, ich bin... beweg mich gar nicht mehr. Boah, Alter. Die Muttis kotzen. Die kotzen mich an. Stell mal vor, hast du so ein Date, ne? Und das ist dann so eine hässliche Mutti. Und die kotzt dir auf einmal voll aufs Hemd und dann steht da einer auf und geht. Ja. Nicht schön sowas. Nö. Also Mundgeruch ist das eine, weißt du? Aber dann ist schon scheiße. Bei so einem Blind Date weiß man ja nie, was passiert. Groteske. Ja. Da sind auch wieder diese Bandwürmer von diesen grotesken Kreaturen. So, ich habe hier gerade so eine SM-Hose gefunden aus Leder. Warte mal kurz. Ach komm, den holen wir uns nochmal mit. Massaker. So, warte mal. Ach, hier, komm. Was sind das denn für komische? Ja, das waren so ein paar Oberkörper. Hier sind noch morsche Baumstämme und so weiter und so fort. Ja, warte mal ganz kurz. Ich schau mal ganz kurz. Handschuhe plus 3 Intelligenz. Die werden für dich. Komm mal her. Plus 3 Intelligenz und getötete Gegner plus 3 Erfahrung. Die sind super für dich. Werf mal rüber das Zeug. Da hast du. Die rüste ich doch gerne aus. Ansonsten habe ich eine Elfer-Axt gefunden. Das ist super. Und ein 20er Beinschutz, der mir sehr gut zu Angesichte steht. Nehme ich mal die Elfer-Axt noch mit rein. So, zack. Ach, das sind Zweihand. Naja, auch mal nett. Ja, deswegen ist sie dann aber auch nicht unbedingt besser, ne? Weil du hast ja sonst ein Schild in der Hand, dann kannst du mehr verteidigen. Natürlich, aber das sehen wir ja gleich, wie gut oder schlecht das läuft. Bisher läuft sie ja echt gut. Wir sind ja noch nicht einmal gestorben, erstaunlicherweise. Für unsere Verhältnisse ist das schon... Ist aber auch nicht so schwer irgendwie, ne? Nö, es geht. Ist halt Hack'n'Slay, ne? Einfach drauf, voll auf die Fresse, voll auf die Kauleiste. Ja, so, aber ich könnte schwören. Ich warte mal ganz kurz. Ich leg mir mal ganz kurz wieder, eine andere Waffe an. Weil die ist mir einfach zu lahm. Brauchen wir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht, ne? 9,1, 2, hochwertige Axt, das geht dann eben auch. Und dann hau ich mal stattdessen wieder ein Schild hin. Ich muss auch noch hier mich informieren, welche... Zauber am besten sind. Was sind denn eurer Meinung nach die besten Skills für einen Zauberer und die besten Skills für einen Barbaren? Für die, die da jetzt schon 24 Stunden durchgesuchtet haben, eine Runde Diablo. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich glaube, bei Diablo 3 ist das jetzt auch anders mit den Skillungen, ne? Aber da kommen wir gleich zu. In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf. Und sind nun bereit, alles niederzumähen, das atmet. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Ja, die Skelette, die kennen wir ja. Uah, schon. Alter, was war das denn hier gerade? Bam. Das fliegen voll, Köpfe durch die Gegend. Voll die Frogger, die hier angehüpft kommen. Wo bist du denn? Da bist du ja. Ich bin bei dir. Das ist schön. Komm, wir räumen erstmal auf. Da sind wieder zwei Muttis. Ja, das gibt ja auch allerhand Erfahrungspunkte und die sind ja nicht zu verachten. Ich glaube, ich nehme als zweites nochmal diesen Froststrahl. Das war, glaube ich, besser, ne? Der hat es dir angetan, der Froststrahl, ne? Ja. Mr. Frost schlägt zurück. Wir laufen immer in die gegensätzte Richtung. Wo bist du denn jetzt hin? Hier ist eine Lederhose. Ach so, ja, ich sehe die doch nicht. Die siehst nur du. Oh, 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 oh. Solatius! Alter. Hält einiges aus. So, betäuben und drauf. Alter. Ach, das ist immer noch die. Boah. Heilige Scheiße. Ach, komm, hier, die Frage nehmen wir auch noch mit. Bam, bam. Ach ja. Und obwohl wir hier gerade so eine Massenkaramellage veranstaltet haben, ist meine Energie noch voll. Ich habe hier einen außergewöhnlichen Säbel gefunden. 9,8 Schaden pro Sekunde. Aha. Aber brauchst du nicht, ne? Oder? Der würde mir ganz gut stehen. Warte mal. Ach, ich gehe mal in den Fertigkeiten. Ich schau mal ganz kurz. 6,4 habe ich jetzt gefunden. Ich habe ein 9,1er Ding. Dann nimm das mal. Das mache ich doch gerne. Oh, der ist ja außergewöhnlich. Ja, schönes Stück. Säbelarbeit. So, weiter geht's, komm. Huah, Alter! Fettes Mistvieh!
Ich knack dich wie eine Walnuss. Also ich meinte den Typen jetzt, nicht dich, ne? Nee, ich bin ja auch kein fettes Mistvieh. Habe ich mich nicht angesprochen gefühlt. Zumindest nur selten. So, ich laufe hier mal oben links. Ich laufe hier nochmal die Sachen ab, wo wir die Karte noch schwarz haben. Huatz. Schwarz. Diese Schuhe brauchst du nicht mehr, Wanderer. Vor allem viel Gold in diesen Stiefeln, das war der Nikolaus. Aber echt? Wir brauchen auch noch keinen einzigen Heiltrank, das verwundert mich auch ein wenig. Ja, ne, wir haben immer volle Energie und spazieren ja eigentlich relativ gemütlich durch. Vielleicht haben wir aber doch ein ganz gutes Duo gewählt mit dem Zauberer und dem Barbar. Der Barbar, der da vorne rumschnetzelt und der Zauberer, der von hinten nochmal schön Schaden austeilt. Ich glaube, das ist nicht das Dümmste. Das stimmt allerdings. Ach, guck mal, der will wieder zurück. Obwohl es so einen richtigen Tank ja gar nicht gibt, ne? Ist der Barbar wahrscheinlich auch die Tankrolle irgendwie? Ja, vermute ich mal. Ich glaube, den kann man wahrscheinlich verschieden ausrüsten. Entweder mit dicker Rüstung, vielleicht, wer weiß. Also entweder Tank oder Damage-Dealer wahrscheinlich. Ach, der lebt ja noch. Hier auf dem Deckel. Mann, was wollen die denn? Hier sind Heilbrunnen, brauchen wir aber nicht. Nee, machst du trotzdem leer, für wenn wir mal den brauchen, ne? Ich dachte, da könnte man sich öfter dran heilen. Nee. Das ist wie den alten Diablo-Teilen, da waren die immer nur einmal funktionell. Oder die laden sich wieder auf nach einer Zeit. Alter. Ah. Da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Die sahen damals aber noch schlechter aus. So grafisch. Obwohl es jetzt sieht geil aus, sehr detailliert, es ist aber keine grafische Revolution oder so. Aber dafür ist Blizzard ja auch nicht wirklich bekannt. Man muss schon sagen, dass die Grafik doch sehr an WoW erinnert. Man könnte fast meinen, dass da jemand an den Erfolgshit anknüpfen wollte. Ja, ich meine, Blizzard, die sind ja echt krass drauf. Die hatten ja auch schon mal ein World of Warcraft Adventure. Das haben die ja wieder eingestellt. Das stimmt. Weil es wahrscheinlich nicht gut genug gewesen wäre. Und die bringen nur Spieler raus, die auch garantiert bei den Magazinen richtig gut abschneiden bei den Testern. Und die nehmen sich halt auch die Zeit für Balancing und all sowas. Tut's mir den Gefallen, machst mal deine Kopfhörer ein bisschen lauter. Weil in Kämpfen redest du noch normal weiter, während ich ja anfange zu brüllen, glaube ich. Okay. So. Dann sind wir so ein bisschen gleich laut. Na gut. Nee, nicht übertreiben, ne? Nee. Andre! Du musst töten! Oh, Zombie-Butte macht! Was? Wir schnetzeln ja Hölle. Ey, ich habe hier wieder was Schönes. Das ist nur ein minderwertiger, einfacher Dolch. Den kannst du nicht gebrauchen. Ach, Segen habe ich eben aktiviert. Da war so ein Segenschrein. Jetzt machen wir noch mehr Aua. Nee, das ist weniger Schaden, hast du aktiviert. Schaden, ne? Jetzt machen wir noch mehr Aua. Nee, weniger. Du kriegst weniger Damage. Ah, okay. Genau. 25% reduziert. Ich habe nur Schaden gesehen und gedacht, jetzt machen wir noch mehr Aua. Das ist eine nette Info. Noch mehr Dachschaden. Bam! Hier sind noch Fettsäcke. Groteske. Ach, die willst du alleine machen? Oh. Das sind drei. Warte. Pam! Bam! Stufe 7. Yeah, Gretz, ich bin noch Stufe 6, krass. Wie, warum? Ich weiß es nicht, aber ich habe die, nicht mal fast voll. Guck mal, bei mir ist noch ein Element noch leer. Das ist ja sehr strange. Eigentlich fände ich es ja besser, wenn wir uns die Erfahrung komplett teilen würden. Ja, hätte mehr Sinn, wenn man sich nicht so weit entfernt, aber ich glaube, das wird sich sowieso alles noch auspendeln, weil mit steigenden Leveln braucht man ja auch mehr Experience. Kennt man ja aus MMOs. Ja, nicht nur dort, auch aus Rollenspielen. Wie beispielsweise Diablo. Wollen wir noch den Friedhof absuchen oder wollen wir gleich da rein? Ich habe jetzt mal die Friedhofstür geöffnet. Komm, wir suchen noch mal ganz schnell die Map ab, das geht ja schnell. Okay. Dann haben wir zumindest hier alles entdeckt, damit das hinterher wieder alles verschoben ist. Ey, bleib mal kurz stehen, du gehst so schnell vor. Ich komme gar nicht hinterher. Entschuldige. Das liegt an deinem Jogging-Pensum, dein Fitnessprogramm hier für den Barbar Gronk. Ja, ich habe auch 2 Wochen trainiert. Damit ich mithalten kann hier im Spiel. So, das hier hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ach, der lebt ja noch.
Merkwürdig mit den Leveln, also mit der Experienze. Boah, Moment mal, ich habe hier einen Wurfspieß oder sowas. Den kannst du aber bestimmt gebrauchen. Was ist Weiß ich nicht, Wurfspieß ist glaube ich nicht so meine Waffe, ne? 7,2. Nee, bringt nix. Kommen Sie. Ach, guck mal. Och, die waren aber wieder schnell platt. Die verlieren verdammt viel Asche, oder? Ja, irgendwie schon. Ich hab so ein bisschen... Ach, da leben ja noch welche. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass Diablo 3 noch ein Patch kriegt, wo noch ein bisschen nachgebalanced wird. Das kann natürlich passieren. Das wäre nicht unüblich. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin überlastet. Oh. Vielen Dank, aber ich bin sehr überlastet heute. Donnergrollen. Warte mal kurz. Ich schau mal ganz kurz bei den Fertigkeiten. Ich habe jetzt als sekundäre Stufe... Ach nee, Zerfleischen und die Rune Donnergrollen. Verwundet Gegner, ach, das Fleischen hatten wir schon. Donnergrollen ist eine neue Rune für den Hammer der Urahnen. Ihr löst eine Schockwelle aus, die vom Punkt des Aufpralls ausgeht. Gefällt mir natürlich. Probieren wir das mal aus. Moment, der Sarazar ist auch noch am Schauen. Ja, ich habe jetzt auf den Froststrahl mal wieder umgestellt. Oh, nein. Warte. Scheiße. Boah. Die werden hart. Die werden richtig hart. Ich muss einfrieren. Autsch. Oh, fuck, Alter. Alter. Kommst du da vorne klar? Ich habe mir jetzt zwei Muttis geschnappt. Eine ist weg. Moment. Ich komme. Oh, jetzt muss ich mal gerade den Schock-Dings werfen. Alter. Warte. Schau mal die Mutti. Hol dir die Mutti hier mit mir zusammen. Moment. Attacke. Ah, sie ist eh tot. Alter. Wir haben übrigens den Lehrling des Schmieds gefunden. Mehr dazu gleich. Boah. Mein Gepäck ist voll. Junge. Da vorne noch. Die machen wir jetzt auch noch eben kurz platt. Dann sind wir los. Weggefrostet. So, warte. Die Leiche von Hedricks Lehrling sehen wir in der nächsten Folge.